Willkommen zurück zu Let's Play Golden Sun 2 The Lost Stage. Im letzten Part, ja, sind wir hier an der Spitze wieder angekommen. Sind auf dem Weg nicht ein einziges Mal Isaac oder Dinaria und so weiter begegnet. Aber jetzt, wo wir natürlich oben das freigelegt haben, müssen sie kommen und Isaac rede zum Henker. Und ja, Garrett hat seinen Arm verletzt, hängt da unten rechts unter mir und ja, mal sehen, was jetzt noch weiter draus wird. Prox? Noch nie davon gehört. Das überrascht mich nicht. Unsere Stadt steht am Rand der Auslöschung. Und das Siegel, das auf der Alchemie liegt, ist dafür verantwortlich. Was sagst du da? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Oh doch, mein Kind, lass dich von Meister Gens... Kran belehren. Es hat dich nicht zu kümmern, denn schon bald wird Prox seine alte Macht wiedererlangen. Okay. Wir werden Prox wieder zu seiner verlorenen Glorie verhelfen. Dann werden alle Völker von Veyard vor uns auf die Knie fallen. Und ihr glaubt, dass wir das zulassen werden, nach all dem Unsinn, den ihr uns erzählt habt? Seht ihr, ihr seid ein Hindernis. Und Felix hat versucht, euch zu helfen? Eigentlich wissen wir gar nicht, was Felix' Ziele sind. Und es ist uns auch egal, wenn er nur das Feuer des Jupiter-Leuchtturms entfacht. Dann geht uns aus dem Weg. Wir sind hier, um Felix aufzuhalten. Bewegt euch, sonst müssen wir euch in Bewegung setzen. Hast du das gehört, Dinaria? Sie wollen tatsächlich kämpfen. Willst du etwas sagen? Du würdest deinen Freund hängen lassen. Das Witz, ey. Das ist so flach. Oh mein Gott. Das war also alles Teil eures Plans. Oder sie haben dafür gesorgt, dass er unten landet. Keine Ahnung. Gute Frage. Feiglinge, beendet euer schmutziges Spiel und kämpft fair. Nö, das können wir nicht. Wir müssen der bösen Spiel Weltherrschaft und so. Wir haben immer nur Miete-Tricks drauf. Wenn ihr wirklich die Gören seid, die Saturs und Maynardi besiegt haben, so habt ihr euch jetzt neue Feinde gemacht. Doch beantworte mir dies. Würdest du immer noch nach Fairness schreien, wenn ihr zu viert gegen uns kämpft? Deswegen habt ihr hier oben gewartet? Ihr habt eine Falle errichtet, damit mir und Garrett abstürzen? Wir wollten nicht beide in die Falle locken. Aber es war durchaus eine angenehme Überraschung. So ist es also. Ihr seid gekommen, um gegen uns zu kämpfen? Oh, du hast es ganz alleine herausgefunden. Beeindruckend. Ich mag intelligente Jungen. Nicht! Ich hoffe, dass er nicht dem Irrglauben erliegt. Wir würden einen fairen Kampf 2 gegen 2 scheuen. Einen fairen Kampf? Es tut mir leid, aber du scheinst dich zu täuschen. Wir haben noch einen dritten im Bunde, einen Wasseradepten namens Alex. Wo immer er jetzt schon wieder hin ist. Alex, wo ist der? Was ist los, Dinaria? Alex, er ist fort, wie immer, schon wieder. Was? Also, du siehst immer noch so aus, als ob du ein Fischmensch wärst, anstatt irgendeine Rüstung trägst. Erstmal ohne Scheiß. Alex? Alex? Alex! Was machst du denn hier? Okay. Hat jemand gesehen, wo er hin ist? Nö, er war hier noch nicht mal auf der Bildfläche. Vergiss ihn. Offen gesagt, hatte ich vor, mit ihm das Gleiche zu tun. What? Was ich nun mit diesem hier tun werde.
Ich bedauere nur, dass ich nicht mehr in der Lage sein werde, ihm sein schmieriges Grinsen aus seinem Gesicht zu schlagen. Oh mein Gott, sei nicht so brutal. Nun, dann lass all deine Wut an diesen Gören aus und du wirst dich danach viel besser fühlen. Okay. Felix, Herr Garcia und die Nari greifen Isaac und die anderen an. Glaubst du, Isaac und Ivan werden mit ihnen fertig? Ohne die Hilfe von Mia und Garrett? Also ich habe einen Plan. Felix und... Na, theoretisch müssen es ja Jenna und Aaron sein, die Isaac und Ivan helfen und die anderen helfen beim Hochheben, aber ich würde so sagen, Isaac und Aaron geht zu Isaac. Felix und Aaron geht zu Isaac. Ich finde es verabscheuungswürdig, dass Denaria ihnen eine Falle gestellt hat. Dies ist absolut unehrenhaft. Was ist, wenn Garrett sich nicht mehr halten kann, solange der Kampf im Gange ist? Dass Garrett auch nichts hört von wegen, und jetzt hilf mir doch endlich, um darauf zu reden, verdammte Scheiße. Es bleibt noch Zeit, wir müssen Isaac helfen. Seriously, dass man hier nicht entscheiden kann oder sein Team aufteilen kann, ist zwar ohne Scheiß. Okay, wir müssen Isaac helfen. Ja, geht klar. Geht klar, Spiel. Wenn du willst, dass wir Isaac helfen, dann helfen wir Isaac. Alles klar, Moment mal, wo gehe ich gerade überhaupt hin? Ich muss hier lang, ne? Ja, ich hab vergessen, wo es da lang geht. Wahrscheinlich eh nur hier irgendwie. Sind wir hier überhaupt richtig? Ich hab keine Ahnung. Sieht. Jawohl, nur auf der falschen Seite. Geht klar. Oh mein Gott. Was mache ich hier überhaupt? Auf die richtige Seite. Alex, jetzt mal ohne Scheiß, hör auf. Jetzt habe ich deinen Text geskippt. Bist du hierher gekommen, um das Feuer zu entfachen? Jo. Und du bist dir sicher, dass dies alles ist, was du zu tun gedenkst? Ich sah euch als Isaacs Freund und in die Narias Falle geriet. Ich kenne dich, Felix. Ich weiß, dass du es bereuen würdest, wenn du Isaac im Stich ließest. Du bist nicht wie ich. Du kannst nicht jemanden wegwerfen, wenn er dir nicht mehr von Nutzen ist. Nun, du solltest dich besser beeilen, wenn du noch hoffst, sie retten zu können. Jo. Alle Wunden wurden ge... Ey, cool! Hier bitte, betrachte dies als ein Geschenk. Ihr könnt es noch immer schaffen. Schreitet voran. Alter, ich check dich nicht. Du spielst böse, du spielst gut, du spielst noch mehr böse. Ich hab keine Ahnung. Isaac, es tut mir leid. Ich ertrage es nicht mehr. Oh. Halte durch, Ivan. Ha, du bist ein Narr. Lass dich niemals durch Besorgnis vom Kampf ablenken. Drachenwut. Alter, das sieht aber gar nicht mal so schlecht aus, aber... Wow. Isaac, wie viel KP hattest du bitte? Wir haben es geschafft, Hagazio. Es war knapp, aber wir haben es tatsächlich geschafft. Ha, er ist kein Krieger. Seine Sorge um seinen Freund hat uns den Vorteil verschafft, der uns zum Sieg verholfen hat. Was ist das? Er ist noch immer am Leben. Selbst nach diesem schweren Schlag. Natürlich ist es motherfucking Isaac. Mein Gott nochmal, denkst du wirklich, du kannst Isaac besiegen? Jetzt mal ohne Scheiß, er stellt sich nur tot. Isaac ist Chuck Norris 2.0. Oder so. Was glaube ich für Scheiße? Es wäre eine Schande, wenn du und ich uns der Reue hingeben müssten, ihn am Leben gelassen zu haben. Isaac, Vorsicht! Er lebt noch. Wenn wir eingreifen wollen, Felix, dann sollten wir es jetzt tun. Sie werden Isaac töten. Nein, das werden sie nicht. Ich werde das niemals zulassen. Keiner von uns wird das tun, Jenna. Hallo! Noch eine Fünfermannschaft. Wie geht's euch?
Felix, was geht hier vor? Das sollten wir dich fragen, Mann. Jetzt mal ohne Scheiß. Sei dankbar. Wir haben dir eben einen Gefallen erwiesen. Als Venus entflammte, bebte die Erde so stark, dass sie selbst in zwei brach. Eigenartig, dass dies hier nicht geschah. Du hast das Leuchtfeuer noch nicht entfacht, oder? Und das nach all dem, was wir getan haben, um dir hier zu helfen. Du hast uns gar nicht geholfen. Wann hast du uns bitte geholfen? Du hast uns nur bedroht und fertig. Und Freund fertig gemacht. Was du nicht getan hast. Wir werden das Leuchtfeuer jetzt entzünden. Wenn das wahr ist, dann solltet ihr besser zur Tat schreiten. Aber wir lassen Isaac nicht zurück. Oh, großartig. Willst du uns jetzt verraten? Jo. Typisch. Und du willst auch verhindern, dass wir jetzt... dass wir sie jetzt erledigen, oder? Wenn ihr nur hier seid, um uns den Weg zum Leuchtturm zu ebnen, dann ist euer Werk getan. Isaac hat sich als ein stärkerer Gegner erwiesen, als wir alles angenommen hatten. Wir können ihn nicht am Leben lassen. Bedenke doch, wie stark diese beiden waren, selbst ohne die Hilfe eines Wasseradepten. Was hat Wasseradepten damit zu tun? Nur weil sie heilen? Oder was? By the way. Ich will nicht sagen, dass Isaac jetzt schwächer ist als Felix' Truppe, aber hier stehen auch ein paar starke Leute, ne? Mit Wasseradept. Was auch immer das heißen mag. Wir müssen sie unschädlich machen. Ja, dann müsst ihr uns auch unschädlich machen und dann könnt ihr auch gleich mit mir anfangen. Also von daher, viel Spaß. Wenn ihr sie wollt, dann müsst ihr euch zuerst uns stellen. Ihr seid beide schwer verletzt. Ihr seid nicht länger in der Form, gegen alle vier antreten zu können. Ich denke, es wäre besser, wenn ihr jetzt einfach geht. Uns bleibt keine andere Wahl. Dinaria, nein! Agatio, wenn wir jetzt gegen Felix kämpfen, wäre das unser Ende. Isaac hat deine Schwester auf dem Gewissen. Wo ist dein Zorn geblieben? Ich bin von Zorn erfüllt, doch nicht so sehr, dass ich mich nicht dass er mich nicht blenden würde. Was dann? Geben wir auf? Nein, das habe ich nicht gesagt. Gut, aber dies ist nicht das Ende. Ja, es fehlt ja noch ein Leuchtturm, ne? Macht mit Isaac, was ihr wollt. Doch leistet uns diesen Schwur. Wenn wir jetzt gehen, müsst ihr das Leuchtfeuer entzünden. Jo, klar. Why not? Soll ja retten, ne? Soll die Menschheit retten, von daher. Und die Welt. Es ist mir egal, ob ihr Garrett helfen wollt oder nicht. Der Leuchtturm geht vor. Alter, was ist das? Der Leuchtturm wird so oder so entzündet. Ob jetzt, nachdem wir Felix gerettet haben, nachdem wir Garrett gerettet haben oder sonst wann. Er wird entzündet, fertig. Auf die 5 Minuten kommt es nicht an. Okay, Felix, ich werde mich um Garrett kümmern. Du? Was willst du denn machen? Und vergiss nicht den Marsstern, den Isaac bei sich trägt. Wie kommt es, dass ihr vom Marsstern wisst? Glaubtet ihr? Was ist das für Deutsch? Glaubtet ihr, es ging uns nur um Rache? Alex hat uns alles berichtet. Aha. Anscheinend nicht wirklich alles. Nehmt den Marsstern oder wir werden euch dazu zwingen. Zwingt uns nicht zu handeln. Mach schon, Felix, nimm ihn. Ich weiß nicht, warum du das tust, aber ich vertraue dir. Nimm den Marsstern. Jo, geht klar. Felix nimmt den Marsstern. Schon besser, Felix. Wir warten auf der Spitze des Leuchtturms auf dich. Haut ab, mein Gott. Felix, warte. Wir dürfen ihn nicht trauen. Nimm mich mit dir.
Guter Gedanke. Wenn dort oben etwas geschieht, ist es besser, wenn Aaron bei dir ist. Wir kommen schon zurecht, Aaron. Soll ich mit dir gehen? Hör auf die anderen. Gemeinsam seid ihr sicherer. Cool, genau die zwei, die ich ausgewählt habe. Nur, dass Isaac und so nicht da ist. Moment mal, wie sollen wir jetzt bitte nach oben kommen? Ach so, okay. Ah, okay. Ist alles schon vorgeebnet, okay. Dann wollen wir trotzdem mal falsch und safe. Verdammt, wenn jetzt was schief ist, dann ist was schief gelaufen. Du kommst spät, Felix. Und du hast keine Geduld, ich habe doch nicht mal eine Minute gebraucht. Ich habe mich noch nicht mal verirrt. Entzünde jetzt das Leuchtfeuer. Chill, Mann. Sobald wir dies erledigt ist, werden wir dir vielleicht auch verzeihen, dass du Isaac gerettet hast. Alter, noch ein Wort über Isaac und irgendwas hintergehen oder verraten, ne? Dann landest du wie deine Schwester einfach mal hier unten, ne? Sobald Jupiter erstrahlt, bleibt nur noch Mars. Und jetzt entzünde das Feuer. Hier scheint eine breite Vertiefung für einen Elementarstein zu sein. Stern, nicht Stein, meine Güte. Soll der Jupiter-Stern hier eingesetzt werden? Jo. Guten Appetit. Das war eigentlich nicht schlau. Jetzt müsste Garrett eigentlich runterfallen bei dieser... yeah. Ich habe Erzählungen darüber gehört. Aber ich hatte keine Ahnung, dass es so spektakulär sein würde. Oh mein Gott, die Abdeckung ist weg. Wir haben das Leuchtfeuer entzündet. Der dritte Leuchtturm erstrahlt nun wieder. Jetzt lass uns gehen. Das werden wir nicht tun. Oh, das wussten wir ja. Hallo, links ist frei, jetzt rennt doch. Du hast uns bereits einmal verraten. Wir können dir einfach nicht mehr vertrauen. Oh Gott. Seriously? Ihr seid genau wie die anderen. Und da jetzt das Licht des Jupiter-Leuchtturms erstrahlt... Ja... Wollt ihr uns den Mars abnehmen und selbst dahin gehen, oder was? Haben wir leider keinen Bedarf mehr an Verräter. Armer Kleiner, du wirkst etwas verwirrt. Möchtest du gerne wissen, warum wir dich nicht mehr brauchen? Nö, es braucht keiner wissen. Du weißt es also, nicht wahr? Ja, der Mars-Leuchtturm steht in Prox. Was tut ihr? Sie haben den Mars-Stern gestohlen, ja. Deine Aufgabe ist nunmehr erledigt. Wir sind noch nicht fertig. Wir haben den Mars-Stern, wir brauchen dich nicht mehr. Du weißt natürlich, was das zu bedeuten hat, nicht wahr? Nö. Du weißt nicht, was es zu bedeuten hat. Nein. Nun, wie soll ich es dann am besten ausdrücken? Es ist Zeit zu sterben. Aber was soll mit Felix' Eltern geschehen? Wir pflegen unsere Versprechen zu halten. Sobald alle vier Leuchttürme entfacht sind, werden wir sie freilassen. Moment, ihr Felix'... Oh Gott. Wir würden niemals etwas so Schreckliches tun wie unser Wort brechen. Okay, normalerweise würde ich darüber lachen, aber doch, das würde dir. So wie du es so leicht fertig getan hast. Wo haben wir bitte schön unser Wort nicht gehalten? Wir entfachen die Leuchttürme, das ist das Einzige, was wir versprochen haben. Das tun wir doch die ganze Zeit. Wir haben nie gesagt, dass wir Felix nicht retten dürfen oder sonstige Scheiße. Jetzt ohne Scheiß.
Hört auf, uns einfach mal so Vorwürfe zu machen. Mein Gott. Das kommt irgendwie so häufig vor in Spielen. Okay, was sie tun werden oder so, sehen wir dann im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, viel Spaß und tschüss.